So, ich sage erstmal Hallo. Ja, also bin gerade am Packen für Paris. Gehen ein paar Tage, Neujahr 2017 zu 2018. Und ich will einen Test machen. Und zwar, bis jetzt habe ich meinen Vlog immer mit der GoPro gefilmt. Jetzt habe ich halt ein neues Objektiv. Und ich werde versuchen, nur mit der Kamera, also mit der Sony 6 A6000 und das 24-70 2.8er versuchen zu filmen, und zwar die ganze Reise. Und ich werde dann die zwei vergleichen und schauen, ob das sich wirklich lohnt, mit so einer Kamera zu filmen, weil von der Größe her und vom Gewicht her ist schon ein Riesenunterschied. Also dann viel Spaß. So, jetzt gehen wir aber erstmal in die Stadt, meine Eltern treffen, ein Kaffee trinken. Hi Sanja. Hi. Bist du bereit? Ja. Wirklich? Ja. Das ist gut. Hast du immer noch Stress? Nein. Ja, heute Morgen sind wir aufgestanden und die Sonja hat erzählt, sie ist aufgeregt. Hallo. Hi. Guten Morgen. Hallo. Wie geht's? Gut. Gut. Und selbst? Gut. Na, Weihnachtsmann? Ja. So. Ja, also jetzt essen wir was und dann werden wir auf dem Weg machen einen Besichtigungstermin und dann in ein paar Stunden fahren wir Richtung Paris. Ein Cappuccino und ein Cortado. Was ist der Unterschied zwischen Cortado und Flat White? Laut Wikipedia sind beide Espresso mit Milch. Dann ist die Milch anders, oder? An alle Coffee Freaks out there, please help me. Also da steht, ich liebe dich sehr. Ist genau die coolste Lampe, die ich in meinem Leben gesehen habe. Deswegen muss ich das auch mitteilen. Jetzt werden wir uns gleich auf die Suche nach einem Uber machen und dann gehen wir nach unserem Hotel. Mama Shelter, wir sind hier und wir sind gerade auf der Suche nach Nummer 523. So, da machen wir kurz auf. Gerade geduscht, die Sachen ein bisschen geordnet, ich habe das Objektiv gewechselt und jetzt machen wir uns gleich auf die Reise nach einem Spaziergang hier um das Hotel und ich hoffe, es ist ein schönes Viertel hier. Wir werden schauen und ich nehme euch mit. Thank you.
Also, und das war das Video von Paris. Wie ihr seht, es wird besser. Ich muss noch an meinen Vlogging-Skills arbeiten, ich weiß, aber aka Storytelling und alles, das schaffen wir. Ich werde unten in der Beschreibung alle Links zu diesen wunderschönen Läden und Plätze, wo wir besucht haben, vom Kaffees bis zum Kleinzeug, Möbel, Dingsbumsladen. Und ja, wenn ihr wollt, ihr könnt gerne von meiner Facebook-Seite vorbeischauen und ein Abo hier lassen. Und wir sehen uns nächstes Mal. Ciao.